Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Runde der Betze News hier auf diesem Kanal. Und nein, heute soll es nicht um die vergangene Partie vom Samstag gegen Viktoria Köln gehen, denn meine Fresse, bin ich davon noch frustriert. So ein Scheiß 0:0, da habe ich mir doch um einiges mehr erhofft. Hoffen wir einfach, dass die kommende Partie besser wird. Aber der Frust nach dem Spiel wurde einen Tag später, als ich der Betze Brent besuchte, noch vergrößert, und zwar mit dieser Nachricht. Ziele nicht erreicht. Auflösung der Perspektive fcki.v. Der Betze Brent Mutze. Das ist so ein Mist. Jetzt ist die aufgelöst, aber lesen wir uns einfach mal gemeinsam durch, warum es so kam. Der Verein Perspektive fcki.v wurde zum 4. Januar 2021 aufgelöst. Die Interessengemeinschaft, IG, Perspektive FCK war 2009 mit dem Ziel gegründet worden, Vereinsmitgliedern des FCK die Möglichkeit zu geben, sich aktiv in das Vereinsleben des 1. FC Kaiserslautern e.V. einzubringen. Im Mai 2013 wurde die IG als Verein ins Vereinsregister eingetragen. Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt hören wir uns mal an, was die alles erreicht haben. Vielfältige Aktionen und Aktivitäten. Gestartet wurde 2010 mit einer Aktion zum Erhalt des Stadionnamens Fritz-Walter-Stadion. 2011 wurde der Vereinsführung des FCK ein Mitgliederkonzept übergeben, aus dem beispielsweise das Kartenvorkaufsrecht für Vereinsmitglieder umgesetzt wurde. Mhm. Die Perspektive FCK führte diverse erfolgreiche Aktionen durch. Beispielhaft seien die PIN-Aktionen zur Finanzierung der ersten Replik einer Meisterschale für das FCK-Museum sowie zur Ernennung Norbert Zeins zum Ehrenpräsidenten des FCK genannt. Bei letzterer konnten Spende in Höhe von 3.800 Euro an gemeinnützige Organisationen, die von Norbert Zeins ausgewählt wurden, übergeben werden. Die JustPay-Kartensammelaktion wurde initiiert, ein Fundraising zum Erhalt des Fritz-Walter-Nachlasses gestartet und ein regelmäßiger Fandialog mit Politikern der SPD-Landtagsfraktion ins Leben gerufen. Das klingt doch alles wirklich top. Naja, okay, bis auf Tines, denn so heißt Tines nun mal nicht. Aber mein Vorleseprogramm liest eben das TH als TH und es ist ja, glaube ich, auch egal. Ihr wisst ja, um was es geht und so weiter. Das klingt doch alles super. Was ist denn dann das Problem? Vertreter also der Perspektive FCK nahmen viele Jahre lang an Treffen der Fanorganisation Unsere Kurve und darüber auch an Sitzungen des DFB-der DFL teil. Themen waren hier beispielsweise der Erhalt der Stehplätze, fanfreundliche Anstoßzeiten, der Erhalt der 50-plus-1-Regel, die gerechte Verteilung der Fernsehgelder und viele mehr. Also alles Dinge, die wirklich unglaublich wichtig in der Modernisierung des Fußballs sind. Ja, aber irgendwas muss ja vorgefallen sein, dass der Frust so groß wurde, dass dann gesagt wurde, ne, jetzt machen wir den Cut. Darüber hinaus waren Mitglieder der Perspektive FCK über die Jahre hinweg in Vereinsgremien des FCK wie dem Satzungsausschuss, dem Ausgliederungsausschuss und dem Aufsichtsrat aktiv, immer mit dem Ziel, die Interessen der Fans und Mitglieder mit einzubringen. Das ist so, ich kann es nur noch mal betonen, wie unglaublich wichtig das Ganze ist. Ziel nicht erreicht. Aber warum wurde das Ziel nicht erreicht? Von Beginn an wurde das Ziel verfolgt, eine Fan- und Mitgliederabteilung zu gründen. Eine solche Abteilung, die in anderen Vereinen Mitgliedern und Fans sehr erfolgreich die Möglichkeit gibt, sich in den Verein einzubringen, war und ist beim FCK von Seiten der Vereinsführung nicht erwünscht. Daher haben die Mitglieder der Perspektive FCK.V den Entschluss gefasst, die Perspektive FCK aufzulösen. Als ich das gehört habe, ich schwöre euch, Leute, ich hätte fast meine Cap gefressen und da nicht im übertragenen Sinne. Ich war stinksauer. Sowas ist also nicht gewollt, oder was? Was ist denn mit der FCK-Familie, von der jeder immer und immer und immer und immer wieder spricht? Sämtliche Dinge werden weggenommen, sämtliche Aktionen werden nicht mehr gemacht. Es ist mittlerweile nur noch so langweilig, es gibt nichts mehr drumrum. Einfach eine schlicht und ergreifende Katastrophe. Und das ist gerade so das Tüpfelchen auf dem I. Also nee, ohne Scheiß, das geht gar nicht. Und es tut mir mega leid für jeden, der sich darin engagiert hat und sich den Arsch aufgerissen hat, über eine lange, lange Zeit gekämpft hat, alles gegeben hat für den Verein. Das ist eben ein Verein, der Identifikationsmöglichkeit ist, bietet und dann wird gekämpft und dann kommt sowas dabei raus. Nee, nein, das geht halt absolut gar nicht. Wir danken unseren Mitgliedern und Unterstützern. Außerdem geht ein großes Dankeschön an Unsere Kurve für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, resümiert der ehemalige Vorstand. Wir hoffen, dass die Fanarbeit beim FCK eines Tages den Stellenwert bekommt, den die Fans verdienen. Was soll man jetzt zum Zitat dieser Kategorie sagen? Was soll man dazu äußern? Dass die Fans den Stellenwert kriegen, den sie verdienen? Also, werden wir also doch nicht so geachtet, wie jeder und immer wieder davon spricht? Oh nee, also
ganz, ganz furchtbar. Das war richtig eine Schockernachricht für mich. Oder übertreibe ich darin jetzt einfach nur? Seht ihr das ähnlich oder denkt ihr, nee, der Matze, der sieht Gespenster oder sonst irgendwas. Wenn er sonst nichts sieht, sieht er jetzt hier Gespenster. Echt, nee. Finde ich, assi geht halt gar nicht. Und nochmal, absoluten Respekt für jeden, der da mit drin war, sich den Arsch aufgerissen hat. Und es tut mir echt leid, dass es so enden musste. Aber kommen wir doch jetzt zu etwas Positiven. Und zwar werden weitere FCK-Spiele im Free-TV zu sehen sein. Und da schauen wir doch mal, welche genau die sind. Free-TV-Termine, Auswärtsspiel in Dresden live im SWR. Na, das klingt doch schon mal gut. Fans des 1. FC Kaiserslautern dürfen nach wie vor nicht ins Stadion, aber können demnächst ein weiteres Spiel wenigstens live im Fernsehen schauen. Der SWR überträgt am 23. Januar 2021, 14 Uhr, die Auswärtspartie bei Dynamo Dresden. Okay, das ist klasse. Ich habe eben übrigens im Plural gesprochen. Das liegt daran, dass ich schlicht und ergreifend den Text noch nicht gelesen habe. Dementsprechend dachte ich, dass es vielleicht zwei sind. Aber es ist natürlich geil, denn das Spiel gegen Dynamo Dresden, da wäre ich mega gerne mit am Start gewesen. Also in Dresden ist ja immer absolut geil dort. Und ja, jetzt müssen wir es halt vorm Fernseher schauen. Aber so haben wir wenigstens alle die Möglichkeit, diese Begegnung live verfolgen zu können. Die Termine für die ersten Free-TV-Spiele des neuen Jahres haben die dritten Programme bekannt gegeben. Die ARD-Sender dürfen bekanntlich 86 der 380 Saisonspiele der dritten Liga übertragen, allerdings nur Partien am Samstag. Für den FCK ist es das bislang fünfte Live-Spiel dieser Saison. In den nächsten Tagen werden vom DFB zudem die Terminierungen der Spieltage ab Ende Januar bekannt gegeben, wo aus lauterer Sicht mindestens das Auswärtsderby bei Waldhof Mannheim, 1. Februar-Wochenende, für eine weitere Übertragung in Frage kommen dürfte. Und wir dürfen nicht dabei sein. Hey, ohne Scheiß, ich hasse es so sehr. Ach, fickt mich das ab. Aber gut, so haben wir jetzt wenigstens die Möglichkeit, dieses Spiel gemeinsam zu schauen. Wir werden selbstverständlich einen Livestream machen. Und dann könnt ihr auch wenigstens sehen, worüber ich mich aufrege. Aber jetzt kommt das, worauf ich mich mega freue. Jean Zimmer kehrt zurück auf den Betzenberg. Ist es nicht göttlich, Alter? Als ich das gehört habe, dass dieses Gerücht rumgeht, habe ich gedacht so, bitte lass es passieren. Denn Mensch, das ist ein lauterer Junge, der kommt aus unserer Jugend. Und wer wird sich nicht daran erinnern, sein Abschied damals beim Spiel gegen Greuther Fürth. Das war schon richtig krass und heftig. Sehr emotional, aber sehr geil. Das zeigt, dass der ein echtes lauterer Original ist. Finde ich geil. Ganz, ganz großen Respekt dafür, aber schauen wir uns jetzt mal die komplette Nachricht an, denn auch die habe ich noch nicht gelesen. Laie mit Kaufoption, Jean Zimmer zurück beim FCK. Laie mit Kaufoption, das klingt doch schon mal richtig, richtig nice. Denn, ja, wie ich es ja auch schon bei einigen anderen sagte, es ist halt immer etwas frustrierend, wenn man sich eben einen Spieler holt, egal wie jetzt, ob auf Leihbasis oder sonst irgendetwas, und dann, ja, also natürlich nur auf Leihbasis, was denn sonst? Keine Ahnung, Tauschbasis? Gibt es das eigentlich? Wurden schon Spieler getauscht? Gab's das? Das ist das Schwarmwissen von euch. Ich kann mich daran nämlich nicht erinnern, sowas mal gelesen zu haben. Aber jetzt zurück zum Thema. Es ist halt immer so eine Problematik, wenn man hingeht und leiht sich einen Spieler und baut den auf und der passt dann gut in die Mannschaft. Ja, und dann muss er weg. Darum, die Kaufoption ist awesome! So. Nach viereinhalb Jahren Abwesenheit ist Jean Zimmer ab sofort wieder ein roter Teufel. Der 27-jährige Außenbahnspieler kehrt auf Leihbasis mit Kaufoption vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an den Betzenberg zurück, wo er bereits von 2004 bis 2016 gespielt hatte und zum Profi geworden war. Ey, überlegt euch mal, 12 Jahre. Das rot-weiß-rote Trikot getragen, dann zu Fortuna Düsseldorf. Okay, das ist auch noch ein ziemlich cooler Club, also das kann ich sogar noch irgendwo verstehen. Und jetzt wieder zurück. Das ist doch einfach eine awesome News, Alter. Der zweimalige U21-Nationalspieler unterschreibt einen Leihvertrag bis Saisonende inklusive Kaufoption beim 1. FC Kaiserslautern und bringt die Erfahrung von 35 Bundesligaspielen und 114 Zweitligapartien für den 1. FC Kaiserslautern, den VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf mit. Jean Zimmer wird für die Roten Teufel mit der Rückennummer 16 auflaufen. Geil. Ich freue mich mega. Wir freuen uns sehr, mit Jean Zimmer einen Spieler für unsere rechte Außenbahn zu verpflichten, der über eine hohe Schnelligkeit, viel Erfahrung und enorme Qualität verfügt. Jean identifiziert sich total mit der Aufgabe und wird in allen Bereichen auf und neben dem Platz eine Bereicherung sein. Wir sind seit langer Zeit im Austausch und freuen uns daher besonders, dass es jetzt mit dem Wechsel geklappt hat und wir uns auch eine Kaufoption sichern konnten. Diesen Wechsel konnten wir nur dank der großen Mithilfe von Jean Zimmer selbst und mit der Unterstützung unserer Investoren realisieren. Hierfür großen Dank an alle, die hinter diesem Transfer stehen, erklärt FCK-Sportdirektor Boris Nutzon. Einfach geil. Nee, also, ja gut, Nutzon ist ja ein Thema für sich, wo man
ich glaube, 2 Stunden drüber reden könnte. Also ich bin kein großer Fan von ihm, da sind zu viele Sachen falsch gelaufen. Und ja gut, aber darum soll es jetzt nicht gehen, denn das ist halt richtig eine geile Sache. Und Jean wollte ja wirklich freiwillig zurück und das ist halt einfach richtig geil. Er wird auf jeden Fall eine Bereicherung für unser Team sein. Wie ja auch gesagt wurde, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz, denn der hat das FCK-Gen in sich. Das ist geil, das macht mich, ja, das macht mich richtig happy. Und auch Klaus Dahins, Sprecher der Investorengruppe, zeigt sich über den Transfer-Coup erfreut. Mit John Zimmer gewinnen wir Qualität und Mentalität aus der Region für den FCK. Oh ja, Qualität, aber auch noch viel wichtiger, Mentalität. Daran hapert es nämlich, glaube ich, gerade. Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel zum FCK geklappt hat. Für mich fühlt es sich an, wie nach Hause zu kommen. Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben in den kommenden Monaten, auch wenn ich die FCK-Fans im Stadion sehr vermissen werde. Ich will auf dem Platz alles reinwerfen und hoffe, der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen zu können, erklärt Rückkehrer John Zimmer. Hey, alleine, dass er sagt, es fühlt sich ja an wie Heimkommen. Da krieg ich so ein bisschen Pipi in die Ohren, war. Ach, ist das geil. So, da haben wir dann noch seine Statistik. Ich bin sehr glücklich. Spielerdaten. Name, John Zimmer. Position, Abwehr-Mittelfeld. Geboren, 6.12.1993 in Bad Dürkheim. Ärger. Nationalität, Deutsch. Größe, 1,71 m. Gewicht, 72 Kilogramm. Beim FCK ab, 12. Januar 2021. Geil. Vertrag bis, 30. Juni 2021. Frühere Vereine, Fortuna Düsseldorf, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, SV Bann. Willkommen zurück auf dem. Alle Infos, HTTPS, alle Infos zu unserem ersten. Ihr habt's ja gerade gelesen. Ey Leute, ey, es macht mich so mega happy. Ohne Scheiß. Mit dem haben wir uns was ganz, ganz Wichtiges zurückgeholt. Nicht nur, wie ich schon sagte, spielerisch, sondern auch, der bringt den Leuten mehr, was es heißt, beim FCK zu spielen. Darum, absolute Bereicherung. Richtig, richtig geile Sache. So, liebe Fußballfreaks, das war's dann aber auch schon wieder für diese etwas kürzere Ausgabe der Betze News. Doch wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Aber jetzt seid ihr gefragt, was sagt ihr denn zur Auflösung der Perspektive FCK e.V.? Also ich finde das nach wie vor, ihr habt es ja gehört, wie blöd ich das finde und fand. Und das wird sich auch nicht ändern, denn die Aussagen, die da getroffen wurden, sind halt doch schon relativ herb. Das Spiel gegen Dynamo Dresden live im Free TV, das ist doch mal was Erfreuliches. Und selbstverständlich, dass Jean Zimmer zurück auf Deutschlands höchstem Fußballberg ist. Geile Sache, gefällt mir sehr. Aber natürlich interessiert mich auch eure Meinung. Aber vor allen Dingen, gab es schon mal einen Spielertausch? Wer weiß, ich jetzt spontan nicht, aber ihr wisst es ganz bestimmt. So, jetzt wünsche ich euch aber noch einen schönen Tag. Passt bitte auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns leider nicht im Blog, aber auf der Couch.